Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin mal wieder in Köln bei einem Teammeeting mit den Kolleginnen und Kollegen von Professor Otte heute und gestern. Und vorgestern bin ich angereist. Das sind immer so etwa 4 Autostunden von Tübingen aus. Jetzt stehe ich hier in der Kölner Südstadt. Und auf der Hinfahrt habe ich nicht nur gesehen, wie das aussieht, wenn ein Truck mit 18 Tonnen Pommes anfängt zu brennen. Das war bei Siegburg. Ich habe auch 20 Tankstellen passiert. Also ich bin da vorbeigefahren, habe mit großem Staunen die Preisschilder gelesen. Es scheint so zu sein, dass Super E10 sich jetzt irgendwo bei 2,10 € bis 2,20 € einpendelt, teilweise auch darüber. Und ich schätze mal, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir wissen ja, dass Herr Scholz vor ein paar Monaten eingestanden hat, dass er die Benzinpreise gar nicht kennt. Also, was weiß Scholz? Wenn der das wüsste, muss man sagen, ja, der hätte ja richtige schlaflose Nächte. Wir müssten uns fast Sorgen um ihn machen, wenn Scholz das wüsste. Ich habe diese Woche ein Telefonat gehabt mit meiner Hausbank, mit einem Mitarbeiter, den ich dort recht gut kenne, nach verschiedenen Telefonaten schon in den letzten Jahren. Und der hat mir während des Gesprächs plötzlich in einer für Banker erstaunlichen Offenheit gestanden oder gesagt, es sind immer mehr Kunden da, die finanziell einfach nicht mehr können, die an der Klippe stehen oder schon drüber runtergefallen sind. Wenn das Herr Scholz wüsste. Ich habe mal so ein paar Zahlen noch rausgesucht unter diesem Motto, bevor ich losgefahren bin. Da haben wir zum Beispiel hier, ich muss mal schnell blättern, wir haben die Energiepreise. Es gibt ja Angaben in den Mainstream-Medien, dass so ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland in diesem Jahr 2.000 bis 3.000 Euro zusätzlich braucht, allein nur zum Heizen, für die Kommunikation und für die Mobilität. Das sind so 200 Euro im Monat und für viele Menschen bedeutet das schon den Anschlag finanziell oder der Fall oder der Sturz über das berühmte Cliff. Dann habe ich gesehen, dass 20% der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland ihren Unterhalt gerade noch so bestreiten können. Und dann sehen wir ja, dass die Teuerungsrate, die jetzt so offiziell bei etwa 5% angegeben wird, aber die gefühlt, wenn wir zum Bäcker gehen, zur Tankstelle oder in den Supermarkt oder anderswo hin und Güter des täglichen Bedarfs erwerben, kaufen, die gefühlt gut doppelt so hoch liegt. Das heißt also, die Teuerungsschübe, die wir erleben seit einiger Zeit, die sich jetzt durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen noch verschärfen, die zehren unsere Kaufkraft auf. Wir werden da immer größere Leichtgewichte, können uns also immer weniger leisten. Wenn das Herr Scholz wüsste, müsste ihm auch mal jemand sagen, würde das vielleicht eine größere Rolle spielen. Und wie gut, dass er, das kann ich nur sagen, die Millionen von Opfern der Corona-Politik als eine Minderheit sieht und nicht als das, was sie sind, nämlich viele Millionen Menschen in dem Land, die auch in den letzten Monaten mit wachsender Zahl ihren Unmut auf der Straße zum Ausdruck gebracht haben. Tja, wenn das Herr Scholz wüsste. Wohnen, das ist auch so ein Stichwort. 40%, das habe ich auch aus den großen Zeitungen entnommen, 40% aller Mieter über 59 befürchten, dass sie sich die Wohnung bald nicht mehr leisten können. Und jetzt kommen noch deutlich höhere Heizkosten obendrauf. Wo soll das alles hinführen? Wie gut, dass Herr Scholz das nicht weiß oder vielleicht nur ein Teil davon. Ich könnte noch viele weitere Beispiele aufzählen. Wir haben eine Situation, wo wir feststellen, seit Jahren eigentlich bei Corona, seit 2 Jahren, dass wir lausige Informationen bekommen, mit der wir eigentlich nichts anfangen können. Wir hatten diese Infektionszahlen, da hat keiner die Bezugsgrößen genannt, wie viele Tests da zugrunde lagen. Dann hat man ständig gesagt, ja, die Intensivstationen sind am Anschlag. Es wird jetzt immer deutlicher, dass das kollektiv gar nicht der Fall war. Dann haben wir gesehen, dass die Regierung eigentlich gar nicht genau wusste, wie viele Menschen im Land hier geimpft sind. Woher sollen wir es dann wissen? Jetzt haben wir die Ukraine und sehen, dass Propaganda herrscht und dominiert auf beiden Seiten, dass die Medien wenige Reporter vor Ort haben, die professionell sind und uns eine gute Einschätzung der Lage bringen können. Ist natürlich auch schwierig, wenn man sich in ein Kriegsgebiet begibt. Das ist nicht jedermanns Sache, das ist völlig klar. Also wir wissen da bei den wichtigen Ereignissen, den
zwei großen Themen der letzten 2 Jahre ziemlich wenig. Aber was wir wissen, ist eben das, was ich gerade ausgeführt habe. Ja, das, was uns jeden Tag hier in unserem täglichen Leben um die Ohren fliegt. Und da weiß offenbar die Regierung nicht allzu viel oder will es nicht wissen, sonst wäre das ein größeres Thema. Wir haben es aber in der Hand, das bei den nächsten Wahlen zu einem größeren Thema zu machen. Oder schon davor, wenn wir nämlich die Spaziergänge fortsetzen.